Ja, ihr habt gerade mitbekommen, dass ich Hallo gesagt habe, obwohl man letztlich nicht Tschüss gesagt habe. Das liegt daran, warte nur kurz. Jetzt hat vielleicht was gehört, egal. Es liegt daran, weil ich leider das, ich habe es schon gerendert, das nächste Video. Leider war ich so dumm und hab's gelöscht. Zurück habe ich natürlich nicht bekommen und deswegen, ich habe mir dieses letzte Video angeguckt. Leider habe ich jetzt was Falsches angeguckt und schon da gehört. Ich habe also das davor halt schon genommen, ja. Und jetzt muss ich nochmal alles machen. Ich habe mit der Baby Goal geredet, mit Lady Goal, mit mit allen, mit denen wir geredet haben, hoffentlich. Ich habe noch nicht alles eingesammelt, glaube ich. Bei denen habe ich jetzt ein paar Sachen weggedrückt. Aber und da war auch etwas zu viel. Ja, es tut mir leid. Jetzt wird es ganz anders. Es ist schon. Ich habe noch davor ein Video, aber das ist sehr kurz, denn da ist es auch abgestürzt. Das sage ich euch jetzt nur so, weil es ja auch fertig war. Ja, eigentlich müsste ich danach erst nochmal, aber ich muss natürlich das Spiel neu starten. So, okay. Ich weiß nicht, ob irgendwas stimmt gehabt. Mit dem Spiel nicht. Ich weiß nicht, was ihr gerade gesehen habt. Ich weiß nicht, was ihr gesehen habt. Ich hoffe, es ist auch nicht wichtig. Habt ihr gar keine Probleme mit dem Organon? Es kommt mir so vor, als würde hier jeder machen, was er will. Und so ist es auch. Die Beamten lassen uns hier in Ruhe. Porta Fisco ist weit weg und die Magnetbahnroute läuft an der Küste entlang. So ist der schwimmende Schwarzmarkt überhaupt erst entstanden. Wir sind immer da, wo der Organon nicht hinguckt. Und wenn ich dir jetzt sagen würde, dass es nicht mehr lange so bleiben wird? Dann würde ich sagen, geh zu Janosch und seinen Widerstandsschwätzern. Nur Idioten glauben an diesen Verschwörungsquatsch. Also, ich weiß nicht, ich habe mir es nicht genau angeguckt, aber ich kann euch schon mal was sagen. Ich weiß ein paar Lösungen jetzt, weil es ist doch scheiße jetzt gelaufen. Es ist echt scheiße. Ich finde es echt kacke. Ich hätte echt mir eine geben können. Ja, wegen Stammkunden, Captain Bozo hat er erwähnt. Kennst du Captain Bozo? Klar, er legt hier ja regelmäßig an. Ich glaube, er hat was mit der Besitzerin des Waffenladens in Klein-Venedig am Laufen. Sie bricht keine Herzen, sie perforiert sie mit einem Repetierlaser. Und mit dieser Furie hat Bozo was am Laufen? Ich kann mir kaum vorstellen, wie das funktionieren soll. Ich auch nicht. Wie war nein, das? Ja, das kannst du nicht verstehen. Was kannst du mir über das unorganisierte Verbrechen? Nochmal kurz. Entschuldigung. Meine Tür ist gerade irgendwie aufgegangen. Ich dachte, da wäre irgendjemand. Musste kurz nachgucken. Ich habe jetzt Schluck auf. Scheiße. Und das regt mich so auf. Ich sehe nie, was ihr da seht. Also, ich hasse das. Also, es ist so eine bescheuerte Aufnahmepause. Jetzt habe ich Schluck auf. Was ist das für eine Untergrundbewegung, von der du sprachst? Naja, Untergrundbewegung ist reichlich hochgegriffen. Garelev trifft sich mit seinen Freunden Janosch und Liebold regelmäßig im Keller von Janoschs Mutter. Das ist ein Witz, oder? Ja, und die Pointe ist ihr Anführer Janosch. Er hält sich für eine Art Freiheitskämpfer. Eine Untergrundbewegung? Wie aufregend! Dieser Janosch klingt wie ein echter Held. Wie ein Held? Für mich klingt er eher wie ein idiotischer Dummschwätzer. Jep, für mich auch. Also. Das war's fürs Erste. War ja auch genug. Ja, Ich müsste mal die Toilette benutzen. Dann solltest du zuerst diese Erklärung hier unterschreiben. Eine Erklärung? Mhm. Ich weiß nicht. Hiermit bestätige ich, dass keine Schadensersatzansprüche gegen Gulliver, Gullivers Gulli oder Spritzi Toilettenausstattungen geltend gemacht werden können. Im Fall von Haarausfall, Nasenschleimhautverätzung, Spinnenbissen. Rattenbissen, Wolfsbissen.
Lepra, Schuppenflechte oder jedweder verflogen durch ein indigenes Naturvolk? Wer würde so einen Quatsch denn unterschreiben? Gell? Nun, der Besitzer des Drugstores zum Beispiel. Ist er lebensmüde? Blind. Ja. Ansonsten ist die Benutzung der Toilette eine beliebte Mutprobe. Also beliebt bei denen, die im Testament stehen. Garlef da oben hat auch gerade so eine Wette mit seinem Kumpel Liebold am Laufen. Aber ich glaube nicht, dass er es tun wird. Er hat noch Pläne. Okay. Ich habe auch einen Plan. Den Plan, nicht als Feigling dazustehen. Er mit dem Stift. Du musst das nicht machen. Das weißt du, oder? Ich habe noch nie Sachen gemacht, die ich machen muss. Na dann, viel Glück. Wenn dein Bedürfnis stärker wird als dein Lebenserhaltungstrieb, kannst du Garlef ja nach dem Schlüssel fragen. Das werde ich. So, bis später. Komm wieder, wenn du einen Drink kaufst. Wir reden jetzt mit Not. Oder? Ja, wir reden jetzt mit Not. Danach gehen wir zur Toilette. Nein, nach Entschuldigung. Dem Entschuldigung. Hm? Was willst du denn? Der, was natürlich später uns angegeben hat. Kam das im Video vor? Scheiße, weiß ich jetzt gar nicht. Ja, ich finde, mir steht eine Entschuldigung zu. Inwiefern? Naja, wegen des Überfalls auf offener Straße. Hör mal, Bursche. Ich bin Mitglied des unorganisierten Verbrechens. Und das gibt euch das Recht, unschuldige Passanten am helllichten Tag zu überfallen. That's the way we roll. Okay. Cool. Das unorganisierte Verbrechen, was ist denn das so? Wir sind wie eine kriminelle Organisation. Nur eben ohne den organisatorischen Teil. Das ist mir auch irgendwie bewusst. Wo ist dein Kumpel? Wink, der bewacht den geheimen Unterschlupf. Eigentlich ist er vollkommen ungeeignet. Auf dem rechten Auge blind wie eine Natter. Dabei ist doch das rechte Auge das wichtige Auge. Wer sagt denn sowas? Meine Mutti. Wieso? Auch nur so. Klar, leider habe ich heute meine Turnierfinger im Unterschlupf vergessen. Da finden wir Turnierfinger. Ich komme auf dich zurück. Was auch immer. Ja, dann gehen wir jetzt mal in die Toilette. Wir haben noch den Schlüssel, gell? Ja. Nein. Nein, kein. Doch. Ich sehe hier nichts, das ist scheiße. Fernbedienung. Hat. Kurbel. Altes. Wir haben es von Garlef. Müssen wir es bekommen. Diese Bugs regen mich auf. Darf ich nochmal stören? Willst du es nicht ohnehin machen? Stimmt. Ja. So. Hast du den Schlüssel für die Spelunkentoilette? Ja, aber ich brauche ihn noch. Ich habe da eine Wette am Laufen. Du hast gewettet, dass du die Toilette benutzen wirst? Ja, aber noch konnte ich mich einfach nicht überwinden. Hast du etwa Schiss? Noch nicht genug. Ich habe gehört, du gehörst einer Widerstandsbewegung an. Wer hat das gesagt? Das ist doch streng geheim. Sorry, das wusste ich nicht. Und den anderen scheint das auch nicht klar zu sein. Dann sag es bitte weiter. Es kann ja nicht sein, dass ihr jeder meine Geheimnisse herumtragt. Warte mal, das hatten wir doch schon. Scheiße. Das hatten wir doch schon, oder? Das kann nicht so weitergehen. Ich gucke mir nur mal alle Videos an. Entschuldigung. Aber ich bin gerade total aufgeregt. Also total scheiß sauer, weil das einfach nur Kacke ist. Also tut mir leid, ich werde jetzt alles zusammenschneiden. Also ciao, bis gleich.